Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen zur Tagesenergie für den 5. März 2024. Muss ich doch wirklich überlegen. Ihr Lieben, ich war stöbern und ich habe dieses wundervolle Kartendeck gefunden. Golden Hour Lenormand von Sabine Schramm. Findet ihr unter sabineschramm.de oder wenn ihr auf Amazon das Kartendeck anschauen möchtet, dann müsst ihr unter Golden Hour den Suchbegriff eingeben. Das benutze ich heute und vielleicht die nächsten Tage. Wir werden sehen. Ich bin begeistert. Das ist im Stil der 20er Jahre. Und mal gespannt, ob es euch genauso gefällt. Ja, ich lege direkt los. Und zwar nehme ich hier von Rider-Waite. Fällt es mir nicht mehr ein. Für die Wahrnehmungsebene, das Tarot, ihr Lieben. Das Tarot steht immer in der Wahrnehmungsebene, in der ersten Reihe. Und wir schauen mal, was wissen, dürfen wir denn wissen? Was möchten die Engel uns sagen für diesen Dienstag? Da haben wir sie schon. Das sind die beiden, die sollen auch genau so kommen. Hier schnelle Energie, schnelle Nachrichten, schnelle Kommunikation. Und schaut euch diesen Ritter der Schwerter an. Das ist einer, der reinrauscht, alles durcheinander bringt und genauso wieder verschwindet. Und diese beiden Pachen, die sprechen doch für sich. Das passt so zueinander. Und das ist in Bewegung. Ihr wisst, ihr Lieben, Karten, die in Schieflage liegen bei mir, sind in Bewegung. Bewegung, Bewegung und die Schieflagebewegung, mehr brauche ich gar nicht zu sagen. So, und die beiden sind auch aufeinander gefallen. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre eine. Wir schauen mal rein. Wir haben hier die Königin der Kelche und wir haben die zwei der Stäbe. Die zwei der Stäbe, das ist, ja, du hast Möglichkeiten, etwas zu tun. Etwas zu tun. Gefühlvoll. Deine Gefühle nicht außer Acht zu lassen. Mir fällt die Karte runter. Dir steht die Welt offen. Du kannst alles machen, aber vergiss deine Gefühle nicht. Es kann auch sein, ihr Lieben, es ist eine allgemeine Legung, dass bei dem einen oder anderen die Gefühle tatsächlich so vollkommen übermannen, dass du vielleicht deine Gefühle ein Stückchen weit zurückstecken sollst. Es ist eine allgemeine Legung. Wir schauen mal rein auf die Legung. Die Neun der Kelche, es ist die Wunscherfüllung, meine Lieben. Die Neun der Stäbe, ist echt der Hammer, oder? Und der König der Stäbe. Unten drunter haben wir den Mangel. Und schaut mal, wo die hingehen. Die gehen raus. Der Mangel geht raus. Weil hier mit den, auch hier, wir haben hier die Gefühle und die Tatkraft. Wir haben hier die Gefühle und die Tatkraft. Es ist etwas, was sich wiederholt. Hier kommt etwas und der König der Stäbe will gar nicht Ruhe halten. Seht ihr das, wie der sich die ganze Zeit bewegt? Also, den kriege ich jetzt nicht gebändigt, den lassen wir mal so liegen. Wir haben hier zweimal die Neun. Die Neun ist immer der Abschluss. Mit der Zehn, also die Neun ist die höchste einstellige Zahl. Mit der Zehn haben wir schon wieder den Neuanfang. Gefühle und Tatkraft. Und die Tatkraft, diese Verletzungen, also die Neun der Stäbe ist die klassische Burnout-Karte. Ich sage es trotzdem nochmal, auch wenn ihr das gar nicht so hören mögt. In jedem Fall ist hier eine Tiefenerschöpfung zu spüren auch. Und das, weil die Gefühle hier überschwappen. Wir schauen mal weiter. So, und jetzt nehme ich dieses neue Kartendeck. Ich bin ja immer noch ganz begeistert. Das heißt immer noch. Das ist ja mein erstes Mal, mit dem ich jetzt lege. Und wir haben hier, ach so, ich habe vergessen zu sagen, seht ihr wahrscheinlich, die junge Frau kommt aus dem Kölner Raum, der Kölner Dom. Es sind die Wolken. Und schaut euch mal an, die Wolken verziehen sich. Die gehen raus. Wir schauen mal rein in die Herzebene. Da haben wir den Anker, wir haben den Baum und wir haben den Turm, ihr Lieben. Der Turm steht für den Rückzug und die Störche, und ich sehe es ganz deutlich, diese Störche haben ihr Nest auf dem Turm gebaut. Insgesamt haben wir hier die Heilung im Kern deines Herzens, im Kern dieser Legung. Und hier habe ich von Christopher Pamir die Kipperkarten.
Auch da bin ich froh, dass ich die gefunden habe. Es ist mal ein anderes Format. Es ist Kipperkarten, gibt es gar nicht so viel auf dem Markt. Also für mein Gefühl ist das meiste sind die Lennon-Karten. Dann Tarot und dann die Kipperkarten. Oder die Orakelkarten allgemein. Die sind auch noch stark vertreten. So, ihr lieben geistige Welt da oben, lasst bitte eine rausfallen. Und dann gehen wir mal in diese Tagesenergie. Ja, auf den Boden. Moment. So gefallen und ich möchte zum Schluss erst reinschauen. Die trüben Gedanken. Das gibt es ja gar nicht hier. Was ist denn das? Steht die mal dahin. Die Militärperson und die männliche Hauptperson und dahinter haben wir die Metamorphose. Das hier ist die Metamorphose, die Transformation aus dem Mangel heraus in die positive Veränderung. Dieser Mangel verändert sich und zwar ganz stark. Der geht zum einen raus, aber die Störche stehen ja auch für die gemeinsamen Zeit, so kommt es mir rein. Die Störche kommt immer wieder an dieselbe Stelle zurück, wo sie ihr Nest ihr letztes Jahr verlassen haben. Sie bauen gemeinsam ein Nest, sie kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs. Hier geht es um ein gemeinsames Leben, ihr Lieben. Und das auf dem Turm, auf dem Rückzug, auf der Trennung von ihm. Und er ist ja hier in Bewegung. Das haben wir ja nun mal wirklich gesehen. Er ist auch ganz stark vertreten. Er ist einmal da, da und da. In der Mitte ist der Kern ist die Heilung. Die Heilung für die Wurzeln. Und ich finde wundervoll, dass man hier die Wurzeln auch sieht. Hier geht es um die Verwurzelung. Und die Wurzeln sind in dieser Energie, in der Militärperson. Vielleicht war er zu straight, zu militärisch, in Anführungsstrichen, ihr Lieben. Das hat nichts mit Bundeswehr oder mit Militär zu tun, sondern hier geht es darum, die Militärperson verkörpert, dass man nach einem Plan geht, davon nicht abgeht, dass man, wenn ein Vorgesetzter ihm was sagt, dann hat er sich danach zu richten. Beim Militär gibt es keine Widerworte. Und das ist hier, die Wurzeln stecken da drin. Und das hat ihn hier wirklich auch bis zur Erschöpfung gebracht. Was er aber verstanden hat, ist, dass diese trüben Gedanken gar nicht notwendig sind, dass er ankommen darf. Er bekommt jetzt sozusagen die Erlaubnis, du darfst in die Wunscherfüllung gehen. Du darfst hier bei dir, also meine Zuseherin, mein Zuseher ist immer die Dame und das bist du. Und bei dir rauscht jemand hier rein und der bringt dir, der legt dir die Welt zu Füßen. Er legt dir aber auch gleichzeitig, und das ist die Militärperson, die eben einen Plan hat, ganz klar hier, das können wir machen oder das können wir machen. Das ist noch nicht zu sehen, aber es zieht immer weiter raus. Und schaut mal, die Wolken, bis die hier bei dem Anker sind, sind die da, kommt die Sonne raus, der Himmel ist wolkenfrei. Diese Wolken verziehen sich. Ob du nun in Köln oder Kölner Raum wohnst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, ihr Lieben. Insgesamt haben wir hier diese trüben Gedanken, die nicht mehr notwendig sind. Jetzt schaue ich mal hier rein, die falsche Person. Falsche Personen und trüben Gedanken. Schaut euch mal diese Farbzusammenstellung an. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und das darf jetzt erkannt werden, dass das nicht mehr nötig ist. Das hier ist die Energie der Militärperson. Aber diese Militärperson schaut hier immer mehr in sein Herz. Und er erkennt, dass er jetzt eine Neuausrichtung vornehmen sollte. Wenn er was verändern möchte in seinem Leben, in der Trennung zu dir, und in seinem Leben. Wow, also ich kann nur sagen, das ist wirklich eine Hammerlegung. Aber jetzt sind ja hier diese Karten rausgefallen und die will ich jetzt mal noch separat legen. Ich schiebe die hier mal einfach zur Seite. Und dann schauen wir uns an. Die sind so rausgefallen, ihr Lieben. Die sind so an meinem Stuhl hängen geblieben.
Das bist du, die gute Dame. Das ist zu hohen Ehren kommen, Ehre und Erfolg. Hier haben wir den reichen, guten Herrn und wir haben das Gefängnis. Und das ist, ich würde fast sagen, ein Tee. Ich weiß nichts mit dem Tee anzufangen. Vielleicht kannst du was damit anfangen. In jedem Fall spüre ich hier, dass er in seiner Mitte angekommen ist. Dass er, hier haben wir wieder, es ist schon ein Touch Militärperson, ganz klar. Aber dass er aus seinem Gefängnis rausgekommen ist, seht ihr das? Und er ist jetzt ganz bei sich, er ist ganz in seiner Mitte. Und er möchte dir jetzt sagen, dass er hier erkannt hat, wie wertvoll du für ihn bist. Ehre und Erfolg heißt Anerkennung in der Öffentlichkeit. Hier geht es nicht um die Öffentlichkeit, hier geht es um Anerkennung bei ihm. Nicht, und das finde ich jetzt ganz wichtig, dass ich das sage, nicht, dass du das brauchst. Du lebst dein Leben, dir geht es gut. Du bist hier auch vergnügt. Wir haben hier ein Musikbuch und ich sehe, wie ich höre, wie es trällert und ich sehe, wie die Noten da rauskommen und wie es dir gut geht und du mit einem Liedchen durch den Tag gehst und aber er hat jetzt erkannt, wie wertvoll du für ihn bist. Und er möchte, und schaut euch mal an, dieses Pferd, dieses Einhorn, setzt dir die Krone auf. Er ist aus seinem Gefängnis rausgekommen. Finde das eine wundervolle zusätzliche Information. Ja, ihr Lieben, ich danke euch von Herzen, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Schenkt mir ein Abo, das wäre toll, das würde mich wirklich weiterbringen. Und dann klickt auch auf das Glöckchen, weil sonst verpassen wir uns gegenseitig und das wäre wirklich schade. Teilt meine Videos, ich danke euch für jeden Kommentar und für jede Wertschätzung, ihr Lieben. Habt einen wundervollen Dienstag und wir sehen uns morgen. Ciao.